Nichts ist schlimmer als diesen Frust, dass man 8 Module gewählt hat und bei 4 Modulen durchfällt. Na toll. Also das, was bedeutet das für das kommende Semester? Ja? Das heißt, ich entwickle Prüfungsangst auch. Ja? Ich entwickle eine Angst, oh Gott, ich schaffe das nicht. Ja? So, vielen Dank für die Beantwortung der ersten Frage. Jetzt kommen wir mal zur zweiten Frage. Und zwar, das betrifft, soweit ich es einschätzen kann, wahrscheinlich sehr viele aus unserer Community, aus der Kultur, vor allen Dingen auch unsere Generation. Und zwar geht es hier um Uni und Prüfungen. Das allbekannte Problem. Die Frage lautet, Stress zu Prüfung und Uni, wie bewältigt man das Ganze, wenn man mehrere Prüfungen hat und das Gefühl da ist, dass man es nicht rechtzeitig schaffen wird? Also mit schaffen wird wahrscheinlich das Lernen, die Prüfungen hintereinander. Ne? Manche sind ja innerhalb von 2-3 Tagen, die anderen innerhalb von 2 Wochen. Und dann gibt es da vielleicht noch eine Hausaufgabe, die Zeit frisst. Ja? Mhm. Kennt ihr sehr gut. Mhm. Ne? Und wie geht man denn das Thema an? Ja, also zunächst muss man sich ja erstmal fragen, also was will man denn schaffen? Will man eine Prüfung schaffen? Wie viel Zeit hat man dafür und so weiter und so fort. Also das ist ja eine sehr allgemeine Frage. Ja? Ja. Also mir fallen da auch Menschen ein, die tatsächlich auch zu mir kommen und mit solchen Fragen auch zu mir kommen, dass sie das Gefühl haben, sie schaffen es nicht mehr, am Schreibtisch zu sitzen und zu arbeiten. Sie können sich nicht mehr konzentrieren, weil sie, also aus den verschiedensten Gründen. Also bei den einen ist es so, dass sie keine Struktur haben, dass sie gar nicht wissen, wann sie was wo lernen sollen, dass sie sich vorher nicht klar gemacht haben, wie viel Stoff ist das da, dass sie sich keine Zeit dafür nehmen, also für Lernen muss man sich Zeit einräumen, ja. Unter Stressbedingungen lernen ist überhaupt sinnlos, sage ich, so gut wie sinnlos, weil man wenig abspeichern kann. Also so funktioniert unser Gehirn nicht, dass wir unter Stress, Stress bedeutet immer, also Tunnelblick zu haben, ja. Und wenn man sich mal überlegt, wenn ich vor einem Stress entsteht, dann, wenn ich eine Gefahr sehe zum Beispiel, ja, oder etwas, was ich unlösbar finde. Das heißt, ich bekomme Angst, will dieser Gefahr entfliehen sozusagen, ja. Und was bedeutet das denn auf der physiologischen Ebene und auf der gedanklichen Ebene? Ich bin total fokussiert darauf, wegzukommen, ja. Und da lerne ich dann nicht mehr. Also man lernt, man hat den Willen und den angeblichen Stress zu lernen. Ja. Und in Wirklichkeit ist es dann sozusagen der Stress, dass man dem entfliehen will. Und da fließt die Energie hin. Richtig, da fließt dann die Energie hin und da kann man sich vorstellen, da ist mit Lernen nicht mehr zu tun. Das ist ein richtiger Prüfschluss, oder? Das heißt, ich muss... Ja, du bist im Kampf- oder Fluchtmodus, ne? Genau, aber beides bedeutet, ich kann mich gedanklich nicht mehr auf das, was ich eigentlich machen will, konzentrieren, ja? Und flüchten schaffen ja die meisten. Ja, genau. Also das sind dann die Typen, die dann sagen, ich koche mir noch einen Kaffee, ich stehe noch mal auf, ach, da war doch noch die Glühbirne einzuschrauben. Und nie sind die Fenster so sauber, ja, wie genau, zur Prüfungszeit. Also das sind so die Typen, die dann sozusagen diesem Teil fliehen. Also was bedeutet das jetzt mal lerntechnisch? Ich muss mir Zeit nehmen. Also ich weiß in der Regel, wenn ich mein Studium beginne, weiß ich, wie lange das Studium dauert, ich weiß, was für Zwischenschritte notwendig sind und gucke dann, wie ich zum Beispiel das erste Semester, was habe ich da, was für Prüfungen habe ich, welche Klausuren muss ich schreiben, welche Hausarbeiten sind vorgeschrieben, etc. Ich habe jetzt aktuell jemanden, der sagt, Anfang, erstes Semester, die hat sich, weiß ich nicht, wie viele Module genommen, ich sage, ja, okay. Also das ist nicht, wenn du das so nicht schaffst oder wenn sie das so nicht schaffen, müssen sie Module rausnehmen, damit sie den Rest noch hinkriegen. Ja? Nichts ist schlimmer als diesen Frust, dass man 8 Module gewählt hat und bei 4 Modulen durchfällt. Na toll. Also das, was bedeutet das für das kommende Semester? Ja? Das heißt, ich entwickle Prüfungsangst auch. Ja? Ich entwickle eine Angst, oh Gott, ich schaffe das nicht. Ja? Und dann schaffe ich es erst recht nicht. Dann muss ich mir meine Zeit lernen einzuteilen. Ja, wenn ich weiß, ich muss in 4 Wochen Hausarbeit abgeben, dann fange ich mich 2 Tage vorher an. Das verursacht Stress.
weil es eventuell, also da drin besteht ja die Möglichkeit, ich schaffe es nicht. Ja? Wenn ich aber jeden Tag eine halbe Stunde einräume für meine Hausarbeit oder eine Stunde und sage, ich lese erst die Literatur dazu, dann mache ich die Fragestellung, bla bla bla, ja? So wie man wissenschaftlich arbeitet. Dann bin ich mehr oder weniger auf der sicheren Seite. Die Frage ist, wie schaffe ich es am Tag, mich so zu strukturieren, dass ich eben diese Zeiten einplane. Genau, genau. Und dazu brauche ich einen guten Plan. Ja. Ja? Und das ist also wieder Organisation. Das ist, glaube ich, etwas, was viele nicht können, eine gute Planung hinzukriegen. Ein gutes Zeitmanagement, ja. Vor allen Dingen, das, also, was ich erlebe, ist ganz oft, dass viele alles bis auf den letzten Drücker schieben und dann versuchen, wirklich durchgehend zu lernen. Das funktioniert natürlich nicht. Also wie sollst du dich denn 12, 13 Stunden am Tag konzentrieren wollen? Das funktioniert nicht. Das heißt, sich vorher, also wie Haja schon sagt, sich vorher klar machen, was verursacht den Stress? Ist es eher mein Zeitmanagement, was mir Probleme bereitet? Ist es vielleicht sogar eine Prüfungsangst, eine Angst vor Ablehnung oder Versagensängste, die mich da so ein bisschen in Stress geraten lassen? Also erstmal rausfinden, wo ist der wunde Punkt und dann dafür die passenden Lösungen zu finden, ist der erste Schritt. Und wenn wir beim Zeitmanagement-Problem bleiben, ist es dann wichtig zu sagen, okay, das hat bisher so nicht funktioniert. Ich muss also früh genug anfangen. Und genauso wichtig wie sich die Lernzeiten einzuplanen, also wirklich so einen Lehrplan, wo man auch parallel lernt und eben man hat manchmal nicht den Luxus, nur für eine Klausur zu lernen, sondern muss parallel für mehrere Sachen lernen, dass man da aber auch die Pausen einplant. Ja. Wirklich feste Pausen einplant und Sachen, die uns helfen, uns besser zu konzentrieren, wie Bewegung. Also zu sagen, ich schaffe das jetzt nicht, weil ich kann jetzt keinen Sport treiben oder einen Spaziergang machen oder eine Runde laufen, weil ich habe ja so viel zu lernen, ist eher kontraproduktiv. Ja, genau. Und das fängt ja schon, das habe ich euch auch schon erzählt, das fängt schon in recht jungen Jahren an. Also mein Sohn mit noch nicht 12 hat das auch schon gebracht, dass er gestresst ist und wegen der Klassenarbeiten und so viel auf einmal und in einer Woche. Und wir haben irgendwann das besprochen, dass es wichtig ist, auch einen Tag vor der Klassenarbeit, vor der Klausur, mal was anderes zu machen. So ein bisschen davon wegzukommen. Vielleicht eine Runde Sport zu machen und gut zu schlafen wäre hilfreich. Also, dass man nicht lernt, lernt, lernt bis 3 Uhr morgens. Habe ich früher übrigens oft so gemacht. Also wirklich lange lernen und dann 3 Stunden schlafen und dann direkt zur Prüfung fahren. Man kann es viel entspannter gestalten, habe ich dann irgendwann rausgefunden. Und genau, mein Sohn hat das jetzt auch drin, dass er sagt, also wir hatten das besprochen, er geht einen Tag vor der Klassenarbeit immer raus, an die frische Luft, sich bewegen. Und letztens war halt kurz vor Anbruch der Dunkelheit kein Fußballplatz mehr drin. Dann hat er gesagt, darf ich kurz eine Runde auf dem Fahrrad? Und ich so, wo willst du jetzt hin? Ja, ich muss mich jetzt bewegen, weil morgen ist die Klassenarbeit. Ich muss jetzt Stress abbauen. Genau. Und das funktioniert für ihn ganz gut. Und so, wenn man erstmal drin ist, kann man gucken, was funktioniert für mich gut. Und davon mache ich dann mehr. Genau, das hatten wir ja auch beim letzten Video nochmal gesagt, dass was alles sozusagen mich aus dem Stress rausholen kann. Dazu gehört Entspannung, Bewegung, aber auch meine persönliche Einstellung. Ja? Warum habe ich Stress bei der Klassenarbeit oder bei der Klausur und warum hat ein anderer keinen Stress dabei? Ja? Die Frage kann man sich auch stellen. Ja? Muss ich, also ist es sozusagen meine Idee, ich muss das möglichst perfekt abliefern? Oder kann ich sagen, ach, es ist jetzt gerade nicht so relevant für mein Leben, dass ich in der Analysis-Klausur unbedingt Nein schreibe, was sowieso wahrscheinlich keiner schafft, aber ich will durchkommen, ja, die Zensur ist mir nicht so wichtig. Also da muss man auch nochmal gucken, warum mache ich das, ja. Ich habe auch eine Reihe von Patienten, die sagen, so ein perfektionistisches Denken haben, ja. Ich muss alles immer möglichst 120%, ja. So wird es natürlich super schwierig, für jede einzelne Klausur irgendwie sich so vorzubereiten, ja. Und wahrscheinlich haben diese Menschen auch noch den Anspruch, privat außerhalb der Uni auch nochmal 120% zu geben. Ja, klar. Auf jeder Ebene ist das dann, ne? Wenn ich so ein
perfektionistisches Denken habe, dann passiert es in fast allen Bereichen in meinem Leben. Und da wirklich das auf, von dem Alltag, genau. In Familie, Uni und vielleicht dann auch auf den Schlaf. Und dann hat man überall nicht genug Energie und dann ist man irgendwann ständig verschnupft, hat ständig Erkältung, vielleicht auch etwas Schlimmeres. Wenn ich ganz kurz zusammenfassen darf, was ich jetzt gerade mitgenommen habe, ist, dass es zwei Kernkriterien gibt. Einmal das Organisatorische und einmal die persönlichen Gründe, die einen zu Stress führen. Weil, so wie ich das heraushöre, ist das Persönliche, was einen zu Stress beim Lernen führt, ja nicht unbedingt mit dem Organisatorischen wegmachbar. Also ich kann durch Zeitmanagement, kann ich mein Gefühl von Versagensängsten, Perfektionismus nicht wegmachen. Und das frisst trotzdem so viel Energie. Und unter kleine Schritte, da habe ich jetzt gerade mitgenommen, dass wir uns Zeit nehmen sollen im Voraus, dass wir uns kleine Ziele setzen sollen, dass wir zu viele Module vielleicht nehmen, viel zu viel planen und dann am Ende uns nur noch mehr in Probleme reinreiten, dass wir uns die Zeit einteilen sollen, vernünftig und Pausen nutzen sollen. Jetzt, hier habe ich vielleicht noch eine ganz große Frage. Pausen, Bewegung und, ich habe mir noch notiert, Ernährung und Getränke. Ja. Ich kenne aus meinem Lernen noch Kaffee und Cola, weil das ist ein kurzzeitiger Energiespender und Booster, ist Koffein. Ich habe den Tipp bekommen, einmal beim Mathe-Lernen, trink doch Wasser. Und dann sagte der zu mir, im Nachhinein habe ich gemerkt, ich konnte viel, viel konzentrierter lernen als vorher. Ich habe das nicht gemacht, erst nach 1-2 Monaten. Habe dann gemerkt, okay, das ist ein Faktor. Gibt es da noch irgendwas zu sagen, wenn man sich zu sehr aufpusht mit Kohlenhydraten, mit Zucker, mit Koffein? Wie wirkt sich das auf das Lernen aus? Kann man sich da Stress nehmen? Also ich finde damit, also mit zu viel Koffein zum Beispiel, steigert das die Nervosität nochmal. Also das ist nicht unbedingt Stressabbau. Ich bin dann für den Moment wacher, aber langfristig ist das eher weniger hilfreich. Und Zucker schon gar nicht. Also Zucker ist ja wirklich nur sehr kurzfristig ein Energielieferant und das geht ja sofort wieder runter und dann brauche ich ja sofort wieder Zucker. Und dann ist man, genau, und das ist... Genau, also ich finde so Zucker, also so was Süßes, so ein Schokoriegel oder so zwischendurch, so als Belohnung, finde ich völlig okay, wenn ich denke, kann ich mich auch mal belohnen. Die Frage ist ja, wie ich damit umgehe. Ne? Natürlich ist eine ausgewogene, gesunde Ernährung nicht zu schweres Essen, bevor ich dann anfange, mich hinzusetzen und zu lernen. Also das gibt ja auch so Tendenzen, kulturell bedingt auch, ja, dass man dann so ein fettes Mittagessen und dann ist man erstmal out of order für den Rest des Tages, wie man es so verdaut hat. Und genau, also dass man natürlich guckt so ein bisschen, was tue ich mir eigentlich an und was führe ich mir zu. Aber wenn ich die Gewohnheit habe, Kaffee zu trinken, dann nun ausgerechnet damit aufzuhören, wenn ich im Prüfungsstress bin, das würde ich nicht empfehlen. Ja. Das sorgt noch mehr Stress. Das erzeugt tatsächlich Entzugserscheinungen dann. Genau. Nee, es ging nur darum, dass Leute dann also zum Lernen sich halt wirklich mit Energy Drinks und Koffein und was auch immer wirklich zuschütten, damit sie halt wach bleiben und am Stück, weil sie erst 2 Tage vorher angefangen haben, alles schaffen wollen. Einen Punkt habe ich noch, was Studenten angeht, ist ja meistens noch viel mehr los. Also mit Nebenjob hier vielleicht noch eine junge Familie da und da ist auch wieder so mein Stichpunkt zu gucken, wo kann ich Stress reduzieren, worauf kann ich in dem Moment verzichten, vielleicht dann die Entscheidung, okay, ich habe jetzt Frau und Kind zu Hause oder was auch immer, brauche den Nebenjob oder brauche den so für mich, weil ich sonst nicht finanziert werde, dann zu sagen, ich nehme ein paar Module raus oder umgekehrt, ich bin vielleicht alleinstehend und kriege noch Unterstützung von meinen Eltern, da zu sagen, kann ich nicht auf die Hilfe mal annehmen und den Nebenjob kündigen und mir da wirklich, also gucken, wo kann man sich den Stress sparen. Ja. Das dazu, sehr aufschlussreich auf jeden Fall. Ich denke, viele, sogar ich, habe da noch vieles mitgenommen, obwohl mein Studium schon zu Ende ist, noch einiges verstanden. Und ich hoffe, das bringt unseren Zuschauern, die gerade im Studium sind, noch einiges, damit sie einfach mehr Energie haben, den Druck rausnehmen